Hallöchen, Lieben, zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Na, dann finden wir doch mal heraus, was der Demetrius von uns will. Hallöchen, Nessie, ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen habe ich einen unglaublichen Durchbruch erlangt in meiner Forschung über, die lokale Umgebung hier. Also die technischen Details, damit werde ich dich jetzt mal verschonen. Ich komme mal zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben, ein bisschen westlich. Tja, ich habe eine Möglichkeit, sie in etwas Nützliches zu verwandeln, für uns beide. Ich würde diese Höhle gerne, aufbereiten, um eine lokale Spezies anzulocken. So kann ich sie beobachten in einer kontrollierten Umgebung. Und du kannst abbauen, was auch immer, welche Produkte auch immer sie produzieren. Also ich kann diese Höhle entweder einrichten, damit Pilze angelockt werden oder Frucht, Fruchtfledermäuse, so. Und die Fledermäuse hinterlassen manchmal Früchte, die du dann einsammeln kannst. Ich hätte lieber Tiere, also, lieber die Fruchtfledermäuse. Alles klar, dann werde ich das sofort einrichten. Das sollte überhaupt nicht lange dauern. Vielen Dank, dass du mich das machen lässt. Ach ja, tu doch, was du willst. Ich habe ja einen Vorteil davon. So, Wetter. Morgen wird es sonnig. Dann, heute sind sie gut gelaunt, die Geister. Und die Königin der Soße. Omelette. Oh, lecker. Ein perfektes Omelette ist wundervoll. Yay, yeah, wir haben das Omelette gelernt. Oh, guckt mal. Oh, ist leider nicht mehr fertig geworden. Nee. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt was bringt, das nochmal zu gießen. Ich glaube, morgen ist es vorbei, ne? Der Monat. Dann wird alles kaputt gehen. Aber egal. Ich gieße es noch einmal, der Vollständigkeit halber. Weil ich euch so lieb habe, ihr Pflänzchen. So, die drei kann ich nochmal wegtun. Dann kann ich das nochmal kurz füllen. Und dann... Jetzt lass mich kurz nachdenken, ja? Ich werde nochmal ein bisschen... Wo sind denn die Copper Auras? Ich übersehe die gerade, oder? Bin ich blind auf beiden Augen? Ja, wahrscheinlich bin ich das. Ich sehe sie gerade wirklich nicht. Ah, jetzt habe ich sie im letzten Moment gesehen. Da. Da kann ich ja nochmal kurz was verarbeiten lassen. Heute muss ich Holz mitnehmen. Und wo sind die Steine? Ich bin so blind, es tut mir gerade echt leid. Was ist hier los oder sind die hier? Nee, die sind nicht die. Oh, hier haben wir noch mehr Coal. Sehr gut. Ah, und Iron, das machen wir als nächstes. Erstmal noch. Da sind die Steine, meine Güte, ey, das hat aber gedauert. Die Skizzle kann weg erstmal. Die Hoe nehme ich mit. Ja, genau. So, dann mache ich hier nochmal... Bisschen hübsch, das Feld. Das geht immer so schnell, ne? Ist echt krass, dass das so schnell kaputt geht. Wahrscheinlich halt immer Stellen, auf denen sowieso gerade nichts ist. Ja, 5 reichen doch, oder? Ja, 5 reichen. Ja, da kommt dann halt schnell der normale Boden wieder. Ist ja auch an sich ganz okay so. So, perfekt. Ist hier noch irgendwo ein Steinchen zum Abbauen, wo wir gerade dabei sind? Oh, hoffentlich kann ich heute mal endlich wem was schenken. Ach so, nee, bei ihm wird das immer noch nicht gehen. Bei Alex. Ich habe ja nun mal 2 Sachen diese Woche geschenkt. Daran kann ich echt nichts ändern. Verflixt und zugenäht nochmal. Ich nehme ja noch eine Pflanze mit. Eine Tulpe. Eine Tulpe, Tulpe. So, das hole ich mir hier noch raus. Und dann lasse ich die Sachen auch erstmal hier. Weil so wichtig sind die eigentlich gar nicht gerade. Muss ich sagen. Ich glaube, ich bringe heute doch die Gießkanne weg. Leute, ich glaube, ich mache das. Obwohl, nee, nicht, dass dann der erste Tag des Sommers, dass ich da dann nichts machen kann. Oh, es fällt mir immer so schwer, Entscheidungen zu treffen. Ich hasse das. Das ist echt schlimm. Ach, stimmt, das Eisen braucht ja länger. Ach, wir kommen einfach wieder und dann wird das fertig sein. Nee, wir müssen auf einen Regentag warten. Was soll's? Was ist da denn eigentlich? To the bottom? Ja, klar. Das geht doch bestimmt noch hunderte Ebenen weit. Die können wir doch nicht erzählen, dass man da irgendwann bis zum Boden gelangen kann, oder? Vielleicht ja doch. Da ist eine Aufgabe. Ist Harvey da? Harvey! Hallo! Und kann ich ihm jetzt was schenken? Eine Blume?
Oh Mann, es geht nicht. Das ist so nervig. Ist das ein Bug? Oder soll das echt so sein? A red mushroom on my great grandfather's tombstone. Heute? Einen roten Pilz? Woher soll ich den denn bekommen? Ich habe keinen roten Pilz. Tut mir leid. Da ist nichts drin. Oh, wow. Wächst einfach so hier in der Gegend. Das ist ja auch eher selten, ne? Also heute werden wir auf jeden Fall noch versuchen, den Chicken Coop in Auftrag zu geben. Weil irgendwann müssen wir ja mal anfangen. Das Problem ist, dass wir dann auch nochmal in die Tasche greifen müssen, um die Chickens selbst dann noch zu kaufen. Und ihr hattet schon geschrieben, dass das nicht so günstig ist. Das ist wohl ziemlich teuer, aber was soll ich machen? Wir müssen ja irgendwie mal anfangen mit den Tieren. Vor allem glaube ich, dass ich da viel Spaß dran haben werde an den Tieren. Hey, wir haben viel Glück heute. Ach stimmt, heute hieß es ja auch, seien die auf unserer Seite. Die Geister. Aber, wisst ihr, was wir lange nicht mehr gemacht haben? Wir waren echt lange nicht mehr angeln. Sollten wir bald mal wieder nachholen. Oh stimmt, dieser Dwarf-Scroll. Ey, ich bin super gespannt, was es damit auf sich hat. Ich glaube, ich gehe, trotzdem es nur wenige Meter sind und ich die Geoden erst öffnen lassen könnte, erstmal hier zu Gunther. Gunther, sag mir, was ist es? Sag es mir. Bitte. Bin äußerst gespannt. Was? Aber will er mir denn nichts dazu sagen? Ich gehe da jetzt ernsthaft hin und guck nach, was da jetzt steht. Ein verblichenes Scroll, also so ein aufgerolltes Ding. Und da sind Zwergeninschriften. Und dieses hier ist mit einer goldenen Kette zugebunden. Ich krieg nichts dafür, ich finde das doof. Das finde ich jetzt richtig gemein, weil ich dachte, das wäre was Besonderes und darin befindet sich irgendein Geheimnis oder sowas. Ist ja ätzend. Ich bin wirklich verärgert. Dann öffnen wir wenigstens noch die Geoden hier. Ist wahrscheinlich auch nichts Tolles drin. Was ist das? Hatten wir das schon mal? Yoguit. Aber scheinbar hatten wir das schon. Weil da steht nicht, du kannst es Gunther bringen. Nö. Dann hatten wir das. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber okay. Wir hatten ja schon so viele Sachen gefunden, ne? Da verliert man schon mal den Überblick. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das in Auftrag geben. Ich laufe mal wieder, glaube ich, einen Umweg. Ich gehe jetzt hier entlang. Und jetzt hier drüben. Vielleicht sollten wir nochmal in die Mine. Ja, wir könnten einmal schauen, was da los ist. Wir haben sowieso nichts Besseres zu tun heute, oder? Nachdem wir das in Auftrag gegeben haben, könnten wir wieder in die Mine. Hoffentlich klappt das, weil es ist ja Sonntag. Ja! Ja, ich möchte, dass du mir etwas baust. Das hier! Okay. Geht das so? Ich glaube schon, oder? Der Hund kommt da ja noch vorbei. Ich hoffe, das klappt. So von der Distanz. Aber ich denke, das wird schon gehen. Okay, morgen beginnt sie. Und das dauert ja scheinbar immer nur einen Tag. Also zumindest hat es letztes Mal einen Tag gedauert. Ich weiß natürlich nicht, ob das immer so ist. Wir haben eigentlich ein sehr volles Inventar. Ich glaube, bevor wir da hingehen, gehe ich lieber noch mal kurz zu uns rüber. Dann kann ich auch noch ein paar Sachen reinschmeißen, ne, in die Kiste. Das ist doch praktisch und wir können noch direkt was Neues zum Verarbeiten in den Ofen tun und so weiter. Und von mir will mal wieder keiner ein Geschenk. Ich kann es ja nochmal versuchen, ob wir irgendwem über den Weg laufen, wenn ich durch die Stadt durchgehe. Oh Gott, hoffentlich ist die Stelle so okay. Aber dann kommen wir noch hier hinten rum. Da kommen wir durch. Also eigentlich müsste das gehen. So, das holen wir uns da raus. Und dann machen wir nochmal Kupfer. Und hier, das kann weg. Das, 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 das. Das, das. Ja. Das sieht gut aus. Und hier lassen wir Axt. Die Steine. Das und dieses. Und Holz und Clay. Ah, Slingshot. Nee, dann nehmen wir die Steine mal mit. Ah, das tue ich hier drüben rein. So. Okay. Slingshot nach oben, falls wir das tatsächlich benutzen müssen.
Das müssen wir nicht mitnehmen. Und jetzt versuche ich tatsächlich, ob ich nochmal irgendeinem Kerl begegne, dem ich meine verdammte Tulpe schenken kann. Das kann doch nicht so schwer sein, ey. Oder meinetwegen Mädel, ist mir auch egal. Ich würde auch was hier mit einem Mädel anfangen. Ich habe damit kein Problem. Aber ich habe mich gefragt, aber vielleicht wisst ihr das ja. Wie sieht das denn aus? Adoptieren wir dann ein Kind? Geht das denn? Also dann fände ich das total okay. Oh, seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren. Das ist ja schön für dich. Das ist ja schön für dich. Ich bin kein Kerl, dem ich was schenken kann. Darf ich endlich mal... Ich kann keinen Kaffee bei dem kaufen. Oder muss ich dahin? Ah, Mann. Das finden also alle geil, ja? Das ist ja auch verdammt teuer. Wundert mich also überhaupt nicht. Also das muss ich mir noch überlegen. Ob es mir das wert ist. So, ich bin auf Männerjagd. Seid vorsichtig. Geht mir lieber aus dem Weg. Da, da ist einer. Du da. Ich kenne dich noch nicht so gut. Wer bist du? Sam, oh, ein netter Tag. Hier, wie findest du meine Tulpe? Halt, Tulpe. Danke, das mag ich wirklich. Hey, cool. Yay, er mochte es. Zeig mal. Yay, wir haben sogar direkt ein Herzchen dafür bekommen. Wie cool. Ich glaube, dann mag er uns wirklich ziemlich, oder? Oh, jetzt bin ich glücklich. Oh. Oh, nee, ach, du hattest gestern Geburtstag, oder? Nee. Heute werde ich nur ausruhen und positiv denken. Das ist super. Jetzt bin ich echt gespannt. Morgen können wir alles einpflanzen. Wir hatten ja auch schon so viele Samen geschenkt bekommen durch unsere Sammelaktion. Bei Gunther. Von daher... Ach, Demetrios, stimmt. Mit dem könnten wir auch noch anbandeln, aber jetzt habe ich nichts Cooles mehr. Jetzt habe ich meine schöne Blume verschenkt. Aber ich glaube, Blumen finden scheinbar wirklich alle ziemlich toll, oder? So, jetzt bin ich aber gespannt, wie das da ausschaut. Eisig. Aha. Steine, toll. Oh, das ist eine neue Art von Kristall, würde ich sagen, hier. Ups, ich habe es kaputt gemacht. Oh, hier haben wir endlich Eisen. Cool, das ist natürlich toll. Hui! Okay, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ist das hier Eisen? Ja, das dauert auch um einiges länger. Die gehen einfach so kaputt. Das ist ja schade irgendwie. Sieht irgendwie richtig traurig aus, wenn die dann so zerspringen einfach. Oh, guckt mal, wir brauchen hier für alle Steine viel länger schon auf der Ebene. Ich fürchte, da müssen wir uns hier bald eine Verbesserung holen, sonst wird das ewig dauern, bis wir uns hier durchgekämpft haben. Aber was soll man denn als erstes verbessern? Man hat ja auch nicht... Oh, Geld wie Heu, ne? Die erinnern mich total an diese... Ach, wie heißen die? Diese kleinen Ruß... Ruß... Ne, ich komme einfach nicht drauf. Diese Rußwesen jedenfalls aus... Chihiros Reise ins Zauberland. Ah, genau. Huch, haben die eben einen Stein verschwinden lassen? Hey, die geben auch Kohle. Ich glaube, das sind wirklich Rußviecherchen. Cool. Das läuft ja doch ziemlich gut. Wir sind schon auf der 43. Kein Problem für uns. Und die sind auch gar nicht schlimm. Eigentlich mag ich die total gerne. Was hat das jetzt zu bedeuten? Oh. Was war das eben gewesen? Wir haben irgendwas eben... Irgendwas ist eben passiert. Oh. Bitte stirb. Der ist echt hartnäckig, der Schleim hier, der blaue. Boah, Hilfe, meine Güte. Es hört gar nicht mehr auf. Das ist eine dieser Supergegner-Attacken, die manchmal passieren, wenn... Wenn diese andere Farbe... Da, genau, jetzt ist es vorbei. Wir haben schon wieder zwei Wege. Was ist denn hier los immer? Oh oh, das ist ein normaler Gegner. Nicht Teil der Monsterattacke. Okay, da oben ist nochmal einer. Ich glaube, den lassen wir aber. Wir haben hier ja Wege. Okay, hier haben wir wieder Eisen. Och Gottchen, sind die süß. Ich möchte einen mit nach Hause nehmen. Oh Mann, die sind so hartnäckig, nervig.
Und den Schleim will ich auch eigentlich gar nicht mitnehmen. Was soll ich damit auch anfangen? Damit haben wir noch nie irgendwas gemacht. So, die springen hier fröhlich rum. Ich glaube, die wollen echt einfach nur unsere Freunde werden. Aber jetzt haben wir ja dann wirklich jede Menge... Ups. Oh, Frozen Tear. Gunther. Da müssen wir wieder den Gunther fragen. Ah, guckt mal, hier ist auch echt mysteriös, was hier so an den Wänden geschrieben ist, ne? Das ist hier alles sehr mysteriös. Hey, ihr süßen Kleinen. Ich werde eine Farm nur mit euch einrichten. Was haltet ihr davon? Das wäre cool. So, okay, jetzt müssen wir den Weg finden. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ah, wir müssten mal... wow, da ist also auch Eisen drin, in ganz normalen Steinen. Wir müssten mal ausprobieren, ob... Aber ich glaube, es war so, dass die Treppen auch bei den Kristallen sein können, weil die können wir vielleicht so zerstören und noch ein bisschen Energie sparen, genau. Ja, geht tatsächlich. Hier kann ich nicht... Nee, das geht nicht. Ich dachte, vielleicht ist da auch nochmal extra Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Komm schon, ich brauche nur noch ein Level. Dann haben wir wieder den Aufzug. Ich frage mich, ob es irgendwann vielleicht dann anfängt, dass es nur noch alle 10 Ebenen einen Aufzug gibt. So als kleine Herausforderung wäre das wohl okay, wenn man dann irgendwann stärker ist. Das sage ich jetzt, aber eigentlich ist es nicht okay. So, komm schon. Sei nicht gemein zu mir. Wir haben es fast geschafft. Ja, ich weiß. Ach, komm schon, bitte. Wir müssen hier nochmal was nehmen. Und noch eins. Das darf jetzt echt nicht passieren. Wie spät ist es? 10.10 Uhr. Ja! Okay, alles klar, tschüssi. So, das ist doch super. Das war doch wieder ein mega erfolgreicher Tag, Leute, ey. Ich kann gar nicht sagen, wie zufrieden ich momentan mit uns bin. Komm hier immer super gut durch, ey. Das ist so toll. Das ist so toll. Und jetzt gehen wir nach Hause. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob wir wirklich Sachen haben, die wir überhaupt irgendwo reintun können. Boah, aber sollen wir jetzt erstmal Eisen eigentlich machen oder Kupfer? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Worum sollen wir uns jetzt erstmal kümmern? Ist das hier eigentlich die Höhle, von der er gesprochen hat? Hm, keine Ahnung. Ja, ich glaube tatsächlich. Hier sind Fledermäuse. Das heißt, ich muss einmal am Tag quasi hier rein und nachschauen, ob sie irgendwelche Früchte da haben liegen lassen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja cool. Und jetzt haben wir wirklich viel Kohle. Jetzt sollten wir... wirklich vielleicht mehrere von den Furnaces machen hier. Guck mal, das ist ja auch kein Problem. Das macht man aus Stein und Copper Ore. Copper Ore haben wir jede Menge. Oder? Vielleicht doch nicht? Doch, wir haben doch jede Menge. Copper Ore. Ich sehe es schon wieder nicht. Ich bin schon wieder blind. Oder hatten wir gar nicht so viel? Hä? Ich bin gerade blind. 126. Momentchen. So. Ach so. Muss ich mal. So. Okidoki. Okay. Nein, nein, nein! Oh. Okay, okay. So war das nicht gemeint. Was haben wir denn, was wir abgeben könnten? Eigentlich nichts. Wir haben so nichts Nützliches gefunden, was wir irgendwie abgeben könnten. Ja, ich weiß, es wird spät. So. Super cool. Das tun wir alles erst mal hier rein. So, nee, das nehmen wir mit. Das kommt weg. Okay, ich habe totales Chaos jetzt gemacht. Ist egal. Wir müssen schlafen gehen. Gute Nacht! Yes! We go sleep for the night! Naja, ne? Wir holen uns das Geld wieder. Okay, es ist der erste Tag des Sommers!
Ich bin so aufgeregt. Was wird draußen sein? Alles kaputt. Wetter? Ein wunderschöner sonniger Tag morgen. Und, oh, sehr unglücklich die Geister heute. Und Living off the Land, der Sommer ist da. Und deswegen gibt es jede Menge neue Dinge, die ihr anpflanzen könnt. Zum Beispiel Hopfen. Es dauert zwar eine Weile, bis die wachsen, aber sobald sie reif sind, können sie jeden Tag... Oh, man kann sie jeden Tag pflücken. Viel Glück. Okay. Oh, tatsächlich ist alles kaputt. So. Oh nein, und wir müssen das sogar, glaube ich... Wie kriegen wir das... Oh, es tut mir so leid. Ich glaube, die hier wachsen weiter, ne? Die Ancient Seeds. Kann das sein? Es sieht eigentlich so aus, als wenn es denen ganz gut gehen würde. Okay, warte mal. Also jetzt müssen wir mal ein bisschen hier kontrolliert vorgehen, ja? Erstmal alles weg, was wir jetzt gerade nicht brauchen, um unseren Acker zu bestellen. Speed Grow Fertilizer. So, die sollen wir im Sommer pflanzen. Die sollen wir im Sommer pflanzen. Bin gerade überfordert. Ich glaube, so machen wir erstmal, oder? Würde ich sagen. Okay. Pflanzen wir erstmal, was halt da ist. Und dazu machen wir jetzt erstmal hier die Mitte wieder einigermaßen okay. So. Es muss ja nicht direkt der kompletten Länge nach hier alles wieder korrekt sein. Weil es ist ja auch eine Energiefrage, ne? So, sie arbeitet da drüben ganz fleißig. Das finde ich sehr gut. So, dann ihr beiden werdet gegossen. Und jetzt kommen die neuen Sachen. Wie cool. So, so, so. So, 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 so. Sehr schön. Oh, cool. Und gleich kaufen wir noch was. Genau. Ihr hattet gesagt, ich glaube, die Blaubeeren sollen so gut sein. Die werde ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Wir probieren einfach alles aus. Was? Das war nur eins? Das ist wirklich sehr wenig. Das bringt ja mal gar nichts. So. Dann. Das ist ja echt eine Herausforderung, das hier gerade alles zu managen. So. Mach ich hier nochmal. Bumm. Nein. Das habe ich nicht gut... Ach so, es war schon voll, deswegen. Alles klar. So, dann... Iron Ore. Das könnten wir... Hier könnten wir natürlich noch ein bisschen Kupfer verarbeiten dann gleich. Kupfer. Ich tue das nur mal rüber gleich. Das sind sowieso Sachen, die ich drüben habe. In dem anderen. In der anderen Kiste schon. Die werden dann einfach nur draufgelegt. Also werde ich die mal... hier rüber tun. So. Kupfer kann ich gleich noch machen. Gut. So, dann schauen wir uns das hier mal an. Na, wie läuft's? Ich freue mich schon auf meine Chickens. Ja, ja, du hast noch viel Arbeit zu tun, ich weiß. Gucken wir hier noch mal rein. Tatsächlich. Eine Blackberry. Die ist aber auch sehr gesund, ne? Also ich meine, die könnten wir halt auch essen und hätten davon einiges an Energie und Health, aber... müssen halt hier auch mal was verdienen. So, ich gehe jetzt erstmal hier rüber, weil es ist 9 Uhr. Wow, es ist wirklich alles so ein bisschen anders gefärbt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich bin so glücklich. Kann man das da nehmen? Nein. Oh, ich hätte noch eine Blume mitnehmen sollen für irgendeinen Kerl, egal wen. Da sind jetzt Kakteen, cool. Hey, ich würde dir was schenken, aber du nimmst ja nichts von mir an, weil du immer denkst, ich will was von dir kaufen. So. Was haben wir hier? Wow. Dance of the Moonlight Jellies. Cool. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es hört sich toll an. Willkommen. So. Ah, Blueberry war das. 13 Tage. Ach so, aber es produziert dann immer weiter. Das ist natürlich schon ziemlich gut. Welches hatte er noch empfohlen? Was sind Spange? Ah, Tropical Flower. Davon holen wir uns wieder ein paar. Einfach damit wir wieder Blumen haben. Und von den Blueberry Seeds auf jeden Fall. So, vielen Dank.
Na, ich liebe Tiere, Miss Nessie. Behandle sie gut. Achso, das kenne ich schon. Das sagt sie ziemlich häufig. Ah, er ist nicht da. Nein, ich wollte dir doch was schenken. Wohnt er eigentlich bei seinen Großeltern? Weil die sind ja schon etwas älter, ne? Frage ich mich nur gerade so. Nee, das geht jetzt nicht. Das kann ich nicht machen. Oh, jetzt ist ja auch alles anders wahrscheinlich, was wir im Community Center abgeben müssen. Oh, hallo. Hey. Der Sommer ist definitiv die beste Jahreszeit. Ja, hat schon was. Ich habe leider gerade nichts richtig Cooles für dich dabei. Wie cool. Schaut mal, die haben hier ihre Strandtücher dahin gelegt. Oder gefällt ihm vielleicht so eine Salmonberry? Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Ich möchte es mir ja mit ihm nicht verscherzen, ne? Wir sind jetzt gerade auf so einer Ebene. Sea Urchin? Hatten wir das schon? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist nicht mit dabei. Und ansonsten passt das ja hier nirgendwo, oder? Lakefish, Nightfish, Riverfish. Nee. Na gut, dann nicht. Huch. Dum, 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 dum. Bum, 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 bum. Tja, ich probiere es einmal. Vielleicht will er doch eine. Hey. Hey, du. Nein, für ihn. Okay, danke. Nein, er macht das nicht. Mag er uns immer noch gar nicht? Das ist echt krass. Irgendwie machen wir alles falsch bei Alexa. Vielleicht nehme ich doch Demetrius. Oder Elliot, wenn ich ihn jemals finden sollte. Ich werde so eine schöne Bräune diesen Sommer haben. Na dann, wenn das dein größter Wunsch ist, dann... Eis! Eis! Okay, komm zurück, wenn jemand arbeitet. Was ist das hier denn für eine Arbeitsmoral? Es ist 23:30. So, ich hatte hier doch irgend so eine Träne. Das da. Schade, wir haben noch nichts dafür bekommen. Und wir haben auch keine Geoden diesmal gefunden. Ist das zum Pflücken? Ja, Sweet Pea. Cool. Müssen wir das vielleicht... Pantry? Sweet Pea? Parsnip Melon Pumpkin? Ne? Artisan? Ich bin überfordert. Sieht eher nicht so aus, ne? Als müssten wir das abgeben. Okay. Egal. So, dann würde ich fast sagen, könnten wir eigentlich auch nach Hause und jetzt darum und uns jetzt darum kümmern, dass dann auch die restlichen Pflanzen noch eingepflanzt werden. Hey, hey, dich kenne ich, oder? Ein bisschen weniger Pollen im Sommer. Meine Nase ist sehr glücklich. Also ich habe immer ziemlich schlimme Allergie im Sommer. Ich kann das jetzt gerade nicht so unterschreiben, dass das bei mir besonders viel besser wäre. Wenn dann der Sommer ist. Ah ne, ich dachte, da wäre was. So, ich würde sagen, an erster Stelle steht jetzt auf jeden Fall, dass wir uns darum kümmern, dass wir die neuen Sachen einpflanzen. Genau. Das ist ganz wichtig. Ey, und das ist auch fertig. Cool. Bom, bom. Dann packen wir das hier rein. Super. Jo, was haben wir hier denn noch? Cool. Oh, und wir haben auch noch Wild Seeds, glaube ich. Die können wir auch noch einpflanzen. Jetzt mache ich einfach mal so. Ihr wisst ja, ich pflanze gerne wild. Oh, Moment. Ich weiß gar nicht, ob ein Teil davon irgendwie auf bestimmte Art und Weise wächst, sodass wir dann von der anderen Seite nicht rankommen. Oh, verflixt. Dann müssen wir mit ein bisschen Platz dann doch noch... Ja, auf jeden Fall. Nicht, dass ich da nicht rankomme, um das zu gießen, wisst ihr? Das wäre ja schrecklich. Das wäre das Worst-Case-Szenario. Ey, cool. Dann werde ich auf jeden Fall die anderen hier unten, in dieser untersten Reihe, jetzt anpflanzen. Ich glaube, wir haben sogar ein bisschen wenig Samen gekauft, ne? Wir hätten ruhig noch ein bisschen mehr holen können. Habe ich irgendwie falsch eingeschätzt. Wir haben total wenig angepflanzt. Ups. Oh. Nein. Du nimmst diese Dinger hier jetzt raus und tust neu rein. So. Also, was geben wir hier ab?
Das. Ja, das war's leider auch schon. Das. Und damit können wir ja noch ein bisschen was machen. So, verflixt, das war's ja schon. Kann ich dir irgendwie behilflich sein, damit es schneller geht? Ich will dich nicht unter Druck setzen, nein. Überhaupt nicht. Huch, dieses Geräusch zwischendurch. Ah, die sind fertig wieder. Kupfer geht wirklich um einiges schneller. Vielleicht sollten wir den Rest jetzt aber aufheben, damit wir auch noch ein paar Eisenbarren herstellen können. Also ich meine von der Kohle, wisst ihr? Jetzt bin ich gerade echt überfragt, ob wir da mal hingehen sollen. Ah, die noch, stimmt. Dahin. So. Oder wir gucken unten mal, was da so los ist. Das könnten wir doch machen. Was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Also morgen werden ja dann wird fertig sein der Chicken Coop, ne? Das ist ja schon mal gut. Und dann? Bildet das jetzt gar kein Heu mehr? Oder, bestimmt nur, wenn man mit der Sichel arbeitet. Das ist irgendwie sogar ein bisschen sinnvoll. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas zum Einsammeln finden. Also so neue Dinge oder so, das hätte mich jetzt interessiert. Aber irgendwie scheinen wir kein Glück zu haben. Hier ist der Turm des Magiers. Und ich finde auch wie immer keinen Kerl. Na gut, was, also hier draußen treiben die sich natürlich auch nicht rum, ne? Die haben hier ja nichts zu suchen. Nur ich hänge hier ab. Weil ich nichts Besseres hier zu tun habe. Oh, Tiere, ich freue mich so sehr auf die Tiere. Das wird voll cool. Tja, jetzt ist erst 4.40 Uhr. Ah. Nein, du sollst da suchen, Mensch. Na, ich habe hier gar nichts vor. Ich kann ja mal kurz gucken, wer hier drin ist. Niemand. Okay, geh nur weiter. Hier ist nichts zu sehen. Oh, leider war nichts drin. Also hat es sich nicht wirklich gelohnt, aber egal. Ach, cool. Hey, wer bist du denn? Mit dir könnte ich nochmal reden. Oh, ich komme nicht an dich ran. So. Das wird eine tolle Jahreszeit, um die Sterne zu beobachten. Da hast du sicherlich recht. So. Oh, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Wieso redest du mit mir? Nein. Manche sind hier echt mies gelaunt, ey. Dabei habe ich dir nichts getan. Ist hier irgendwas verändert? Nicht so wirklich. Hey, da ist aber was zum Einsammeln. Cool. Oh, wieso sitzt du da so? Oh, Penny ist süß. Schönes Wetter, nicht wahr? Ja, das war ja niedlich, dass sie da so gesessen hat. Fand ich echt cute. Ja, wenn nicht, kümmern wir uns gleich noch einfach ein bisschen um unser Haus. Mir fällt auch nichts Besseres mehr ein. Sodass wir da noch ein bisschen rundherum sauber machen. Oh mein Gott, ich dachte, da ist so ein Typ, der rausguckt und sein Gesicht ist völlig entstellt und dreht sich. Ich dachte eben echt, wir sind in einem Horrorgame. Voll übel. Jo. Wir können einmal ja kurz gucken, was da unten so los ist. 45 sind wir schon. Boah, wir sind so gut. Hilfe. Das lief nicht so gut. So. Haha. Du warst erledigt. Manche haben diesen Bommel oben, ne? Ich frag mich, ja, welchen Unterschied das effektiv macht. Was können die, was die anderen nicht können oder andersrum? So. Okay. Einmal so kaputt machen. Oh, bitte mich jetzt nicht angreifen. Oh, es war so klar. Die können das wirklich verschwinden lassen, ne? So. Wir müssen eigentlich wirklich noch mehr Samen holen. Zum Glück ist Montag. Das heißt, wir können die Zeit noch nutzen. Bis Mittwoch, wo ja der blöde Laden zu hat von Pierre. Ist echt eine Sauerei, ne? Also, dass er sich einen Tag der Woche frei nimmt, finde ich gar nicht in Ordnung. Er müsste 24 Stunden die Woche, Quatsch, 24 Stunden, 7 Tage die Woche da sein. Das ist mein voller Ernst. Okay, hier sieht es jetzt noch eisiger aus als sowieso schon. Sind hier Gegner im Schnee? Sieht nicht so aus. Aha. Ein
Quarz, ne? Ja. Wieso sind hier keine Gegner? Ich meine, ich habe da grundsätzlich jetzt nichts gegen, aber... ist ein bisschen mysteriös. Ob hier irgendwann so ein Megaboss kommt? Das wäre auch cool. Das ist komisch, dass das hier so abgetrennt ist. Oh, Entschuldigung. Iron Ore. Tja, unsere Energie ist fast vorüber. Ich weiß auch nicht, ob hier so coole Sachen sein werden. Dass sich das lohnt, jetzt was einzunehmen, um stärker zu sein. Ich glaube nicht. So, da ist auch nichts. Oh, oh. Vielleicht sollten wir besser abhauen. Hilfe. Ich hau ab. Aber so, da sind wir ja ziemlich gut, ohne Fackeln herzustellen, hier durchgekommen, ne? Ach, das ist aber... ach ja, genau, das funktioniert ja leider nicht. Da bin ich ganz traurig. Wo wird uns das hinführen? Boah, geil, vielleicht kommen wir ja bis ganz unten in der Mine tatsächlich und finden dann aber heraus, dass es noch einen komplett anderen, Teil der Mine gibt. Und dann können wir da hinfahren vielleicht mit diesem Wagen. Das wäre ja cool. Dieses Spiel ist einfach nur geil. Ich liebe es so sehr. Ich liebe es. Oh! Hä? Wer fiebt denn da immer? Und sie arbeitet noch. Sie ist echt krass, ne? Ein riesiger Vogel! Was macht der? Der ist da einfach so lang geflogen. Habt ihr es gesehen? Total verrückt. So, ich kann noch mal Iron. Habe ich auch... nee, habe ich gerade nicht. Wo habe ich denn das andere hingetan? Noch ein bisschen Copper. So. Okay, supi. Das weg, weg, weg. Weg, weg und weg. So. Dann gehen wir jetzt schlafen, ihr Lieben. Und dann haben wir wieder einen Tag in Stardew Valley geschafft. 468, immerhin. Es gibt nur 31 für Quarz. Das ist ja echt wenig. Yay, zweiter Sommertag. Wir holen uns noch Samen. Aber an der Stelle mache ich erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oh, sie ist noch nicht fertig. Oh, aber die Sachen sind schon gewachsen. In der nächsten Folge von Stardew Valley. Also dann bis dann. Ciao, ciao.